Hallo und herzlich willkommen zurück. Da sind wir wieder. Bisher macht das Spiel schon ganz guten Eindruck, auch wenn ich noch nicht so viel gesehen habe. Ich kann halt auch zum Umfang nicht wirklich was sagen. Wir haben uns letztes Mal noch so ganz kurz die Roadmap angesehen und da war auch schon so ersichtlich, dass irgendwie das letzte Kapitel, der letzte Akt fehlt. Wie das mit den ganzen Kartenfreischaltungen geht und wie man die Decks zusammenstellt, ob das jetzt wirklich so in der Praxis funktioniert, wie ich mir das denke, ist halt auch noch so die Frage. Aber generell finde ich das Spiel schon recht interessant. Vor allen Dingen, es hat ja schon Parallelen zu Slay the Spire und ich muss sagen, ich vermisse Slay the Spire und ich bin echt mal froh, dass es mal wieder ein Spiel gibt, das so ein bisschen mehr in die Richtung geht, obwohl es doch in, ja, einigen Bereichen, sehr vielen Bereichen schon anders ist. Gut, aber zu dem Punkt erstmal so ein bisschen genug geblubbert und wir machen dann hier direkt weiter. Ich könnte mir natürlich auch vorstellen, hier so ein bisschen länger was zu machen, aber das ist immer gefährlich, wenn ich sowas sage, weil dann wird mir das gleich als Tatsache in den Mund gelegt. Du hast das doch gesagt! Müssen wir halt mal schauen, weil ich mache ja momentan auch nicht so viel Videos, eher so ein Projekt am Stück und es kommen halt immer wieder neue Spiele raus und die will ich dann natürlich auch spielen, wenn ich da was Interessantes finde. Und dann habe ich keinen freien Platz mehr für das vorige Spiel. Das heißt dann aber auch nicht, dass ich keinen Bock mehr drauf habe, sondern dass ich halt was anderes gefunden habe, was auch interessant ist. Wird halt immer schlimmer. Es gibt immer mehr Spiele in immer kürzerer Zeit. Und dementsprechend auch immer mehr Spiele, die dann auch interessant sind. Gut, aber jetzt, das war es jetzt wirklich damit. Wir können dich frosten. Hast du irgendwie Informationen? Disrupt Villa. Disrupt ist ein Debuff. Okay, Fall nach unten sollte auch selbsterklärend sein. Eigentlich. Mana, ja, im Prinzip kann man ja diesen ganzen Krempel hier immer spielen. Ansonsten haben wir hier ja auch nicht allzu viel. Regeneration ist halt... Ja, das brauchen wir jetzt für den Moment nicht. Ich blick's halt zum Teil noch nicht so richtig. Es gab einen super langen Kommentar unter dem Video. Den habe ich auch gelesen. Aber ich muss mich da auch erstmal so ein bisschen selbst reinfuchsen. Weil, wie gesagt, das ist hier blind und es spielt sich halt schon sehr anders als andere Spiele dieser Art. So, du möchtest gerne verteidigen. Können wir dich vielleicht irgendwie... Wir können Iceblash spielen. Dann bist du gefrostet. Dann kannst du erstmal nichts mehr machen. Das ist doch schon mal super. Dann können wir zum Beispiel auch noch... Chilling Focus, ja, können wir auch spielen. Und hier zweimal Pierce. Das haut schon mal ganz gut rein. Block brauchen wir an der Stelle nicht. Dann belassen wir es erstmal dabei. Aber was ich jetzt nochmal machen könnte... So, den Ton hier ein bisschen lauter. Ich glaube, das sollte dann auch noch passen. Gut. Hat er das jetzt gespeichert? Ja, hat er. Alles klar. So, jetzt haben wir hier Spirit Swarm zum ersten Mal. Dann spielen wir den doch mal. Dann haben wir hier die direkten Begleiter mit 20 Lebenspunkten. Spielt die Reihenfolge eigentlich oder die Position eine Rolle in diesem Spiel oder nicht? Du willst Schaden machen und einen Debuff. Oder wird halt, ja... Wird halt der vorne steht als erstes angegriffen. Aber gut, das ist ja eigentlich egal, weil er hier... Oder ich in dem Fall immer hinten stehe. Spielen wir mal das. Das wieder ein bisschen Frost draufpacken. Das können wir im Prinzip... Ne, dann machen wir Schaden hier. Machen wir das so, genau. Dann wäre das auch erstmal alles wieder. Er greift direkt mich an. Das ist doch schon mal eine ganz gute Sache. Was haben wir denn hier noch? Mehr Frost, mehr Frost. Und mit Frost ist das halt so eine Sache. Das wird dann auch bei jedem Mal mehr. Arcane. Ja, das habe ich schon gehört. Also es gibt, glaube ich, drei Statuseffekte. Es gibt Frost, es gibt Arcane und es gibt, glaube ich, Fire.
Und die haben dann alle unterschiedliche Effekte. Mit Schock wird, glaube ich, irgendwie der Schaden, beziehungsweise mit Arcane wird, glaube ich, der Schaden erhöht. So. Konnten wir jetzt nicht so viel machen. Also ein Begleiter ist doch echt ganz nett. Kriegen wir hier jetzt nochmal Info drüber. Oh ja, das ist eine Menge Zeug. Doom haben wir. Whitehood. Das war die Mütze. Ja, gut. Lassen wir das erstmal. Oh, ich kann hier nochmal so ein Spiel. Ich dachte, das wäre einmalig. Kann ich dann mehrere davon spielen oder wird er dann neu gespielt? Machen wir erstmal das andere hier. Meditate. Jo, wir haben so viel Mana. Das sollte alles kein Problem sein. Nehmen wir erstmal Chill. Die können wir sogar öfter spielen. Gibt es dann hier auch sowas wie einen Beschwörer oder einen Totenbeschwörer, sowas in der Richtung? Das wäre natürlich cool. So. Bisher schaut das ja alles noch recht einfach aus. Das sagte ich mir im ersten Video auch schon. Die Gegner haben da ja schon recht einfachen Eindruck gemacht. Aber gut, das kann sich halt auch ganz schnell ändern. Ja, wir können dich jetzt hier schon direkt erledigen. Spielen wir erstmal das und dann hier einmal Ice Blast hinterher. Und ich habe kein Mana mehr. So, nehmen wir Pias. Was haben wir denn hier? Blizzard. Frostbite. Was macht das denn? Debuff. Jeden Zug. Ah, jeden Bezug kriegen die 3 zusätzlich Frost verpasst und 3 zusätzlichen festen Schaden. Also Fixed Damage ist in dem Fall sehr wahrscheinlich, heißt das, dass ich die nicht irgendwie über andere Karteneffekte noch erhöhen kann. Magic Cannon. Vent Off. Okay, aber ich, ja, Blizzard würde, glaube ich, schon besser passen. Ist aber auch echt teuer, aber wir haben eigentlich auch genug. Ich glaube, ich nehme mal ja hier auf jeden Fall Blizzard, auch wenn der hier schon 8 Mana kostet, aber das passt jetzt gerade am besten, würde ich sagen. Upgrade 1. Ja, jetzt können wir endlich mal eine Karte upgraden. Mit diesem Begleiter, ich glaube, das wäre gar nicht so eine blöde Idee. Kann man hier irgendwie gucken? Hier sehen wir das. 2 kann man damit dann sogar beschwören. Powerful. Und 4x2 dann. Ja, ich nehme jetzt einfach mal das hier. Ein bisschen rumprobieren. So. Und wir können eine Karte entfernen. Will ich denn eine Karte entfernen? Ich bin damit eigentlich... Obwohl, ich würde sagen, ich schmeiß Block raus. Das passt dann erstmal soweit. Gut, jetzt ist die Frage, wo wollen wir lang? Gegen diese Pilzköpfe hier haben wir noch nicht gekämpft. Ansonsten ich glaube, ich halte mich einfach mal links. Die wollen mir jetzt hier schon ganz schön einen mitgeben. Gut, haben wir denn jetzt hier schon irgendwas?
Machen wir das mal so. So, Blizzard. Blizzard könnte jetzt an der Stelle natürlich richtig gut reinhauen. Deswegen, ja, anderen Krempel kann ich jetzt nicht so viel mit anfangen. Erstmal würde ich sagen. Dann greifen sie auf jeden Fall erstmal nicht mehr an. Und wir haben erstmal eine Runde lang Ruhe. Dann können wir jetzt gleich schon den ersten Pilz da erledigen. Lifesteal, okay. Also sollte ich den dann schon direkt rausnehmen. Nehmen wir jetzt mal Mana Shield und Chilling Focus. Mind Shield natürlich auch. Und dann bitte einmal Pierce. Da waren es nur noch zwei. Gerade gegen mehrere Gegner ist vor allen Dingen dieser Begleiter gar nicht mal so verkehrt. So, erstmal hier Mana Shield. Ich könnte die direkt auch... Ja, machen wir das erstmal so. Dann... Jetzt habe ich den falschen gefrostet. Egal. Dann haben wir dich auch rausgenommen. Dann machst du halt ein bisschen Schaden. Aber auch nur im Schild. Und wir haben ja auch noch die Heilkarte hier. Deswegen... Fatigue, das habe ich mir halt auch noch nicht angesehen. Okay. Erhöht den Rang um 1, wenn wir jedes Mal, wenn wir 6 extra Karten ziehen. Minus 1 per Trigger, Minimum 3. Okay, was auch immer. Ich könnte mir das jetzt detailliert zurechtreiben, aber ich glaube, so viel Zeit haben wir da nicht. Ja. So, Mana Shield. Und du bist dann auch im Prinzip erledigt. Ja, Blizzard ist halt Blizzard, ne? Macht echt gut Schaden. So, was haben wir jetzt hier? Icy Chains. Das ist natürlich auch interessant hier. Können wir Gegner mit schwächen? Also, der Schaden wird... Also in meisten Spielen ist das mit so Schwächungseffekt sind es 50%, hier sind es jetzt 30%, aber Frost und verursacht zusätzlich noch Frosteffekt in Höhe von 25%. Wie gut, dass das hier noch beisteht dann. 3 des Maximum-Manas. Das klingt gar nicht mal so verkehrt. Brainstorm... Card Draw haben wir jetzt so noch nicht, aber ich bin jetzt auch nicht der Meinung, dass wir das derzeit brauchen würden. Ich glaube, ich halte mich mal so weit an Frost, was das angeht. Das hier ist halt auch recht billig. Wir haben bis jetzt auch noch keine Karte, die nur ein Mana kostet. Und da gab es doch einen Effekt, wenn man keinen Mana mehr hat, dann wird man irgendwie mehr Mana bekommen. Irgendwie so. Gut. Ich nehme jetzt mal die Karte, alles klar. So, dann machen wir natürlich ganz fix hier weiter. Wie sieht das jetzt bei euch hier aus? Gut, dann sollte ich mir erstmal die hier vorknöpfen, die dann noch am meisten Schaden machen würden. Dann nochmal Pierce und dann war es das mit dir. Blizzard müsste jetzt ja eigentlich schon reichen.
Wenn wir denn genug Mana hätten, haben wir jetzt leider nicht. Gut, du machst 12 Schaden und du machst dann, das sind dann auch schon 20 Damage, deswegen. Ich würde jetzt schon gern, die ist eigentlich. Ich nehm doch lieber mein Shield. Das ist halt jetzt egal. Ich hätte gern noch die Karte hier gespielt, aber. Ich versuche erstmal keinen Schaden zu bekommen. Die halten jetzt hier auch nicht mehr so viel aus, beziehungsweise der eine ist auch schon so gut wie erledigt. Deswegen sollte das jetzt erstmal kein Problem sein. So, Fokus. Dann können wir hier einmal Pierce benutzen. Die einzige Karte, die an der Stelle Schaden macht. Meditate ist ganz okay. Chill, jawohl, warum nicht? Dann kann er sich nicht mit Rüstung buffen. Und wir schwächen ihn dann noch. So, du willst mir jetzt 8 Damage verpassen. Dann spielen wir erstmal hier die Karten, die nix kosten. Können wir dich nochmal frosten. Dann einmal Pierce benutzen. Und wir haben die Quest abgeschlossen. Jetzt ist im Prinzip, Begleiter sind hier im Prinzip schon überflüssig. Bei Kosten 4. Wir haben jetzt auch nicht so viel Mana an der Stelle. Machen wir das erstmal so. Fokus. Es wird halt nicht reichen. Genau, mit Fokus war das. Bekommen wir 2 Mana mehr, wenn wir gar keinen Mana mehr haben. Deswegen habe ich auch die eine Karte zum Teil mitgenommen. Aber das ist halt auch wieder sehr situationsbedingt. Machen wir das doch erstmal so. Den Rest, ja, ist im Prinzip egal. Blizzard dürfte jetzt auf jeden Fall schon reichen. Oder wir machen das halt einmal so und dann noch Pierce und dann war es das mit dem Kampf. Neues Item, Trinket zum Aktivieren. Einmal 5 Schaden an dem ersten Gegner. Okay, das ist jetzt ehrlich gesagt nicht so toll, aber ich nehme es trotzdem, weil wir halt noch nichts anderes haben als Trinket. So, Mental Growth, Mana Boost. Mit jedem Zug bekommen wir zusätzlich 2 Mana. Das ist aber schon ganz ordentlich. Es geht dann halt auch nur eine Runde. Ja, ob ich sowas jetzt brauche, ist halt die Frage. Schilling Focus brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Frostbarriere. Das klingt doch mal ganz interessant. Das, vor allen Dingen, damit können wir halt auch Statuseffekte reduzieren. Sowas habe ich halt noch gar nicht. Dann würde ich nehme das, ja, ist halt auch sehr, das ist halt auch wieder situationsbedingt. Von daher, Mana, also bis hierhin würde ich sagen, es reicht noch vollkommen aus. Keine Ahnung, wie sich das später entwickelt. Ich nehme jetzt einfach mal das und kein Mana. Dann machen wir das so. Gut, dann gehen wir mal. Geh jetzt mal hier links weiter. Was soll's? Aktive Trinkets. Gut, wir brauchen das dann halt nur wie eine Karte auf den Gegner zu ziehen. Und man kann die einmal pro Kampf benutzen. Alles klar. Gut, gut. So.
Dann würde ich doch gerne erstmal hier Mana Shield spielen. Fokus. Und die wollen ja schon Schaden machen. Wir haben jetzt noch 13. Greift das denn mit dieser Frostbarriere auch? Gut, da steht, wenn Hit, also wenn ich getroffen werde. Heißt das dann auch, wenn meine Rüstung getroffen wird oder mein Schild? Aber im Prinzip können wir das jetzt hier auch alles mal benutzen. Gut, dann machen wir das so. Dann können die nämlich schon mal direkt ein bisschen Schaden machen. Dann werde ich jetzt hier auch schon das Trinket benutzen an der Stelle. Dann hätten wir jetzt hier Blizzard. Das wäre natürlich schon sehr nett. So, einmal Fokus, dann können wir auch auf jeden Fall Blizzard spielen. Das würde ich direkt auch schon benutzen. So, machen wir das mal. Dann frieren wir dich auch noch ein. Dann spielen wir jetzt hier Blizzard. Und dann war es das für die Runde. Gut, wir wurden schon vergiftet. Das geht aber erstmal direkt nur auf Schild. Ich kenne das halt auch noch aus anderen Spielen, dass das quasi das Schild ignoriert und das dann direkt auf die Lebenspunkte geht. Hier in dem Fall wohl nicht. So, nochmal 10 Frost obendrauf. Das heißt, du greifst jetzt erstmal nicht an. Dann haben wir jetzt noch 5. Dann müssen wir mal gucken. Was machen wir denn? Haben wir das bitte? Und dann. Ja, gut, das ist jetzt im Prinzip auch egal. Frost. Das wird auf jeden Fall dann reichen. Dann brauchen wir das erstmal nicht. Dann machen wir das so. Genau. Gut, was können wir jetzt bekommen? Increasing Assault. Noch so eine Karte, die dann jedes Mal. Die erhöht sich dann um 5. Okay, das geht dann aber wohl nur einmal, weil sonst wird das nicht 2 Mana kosten. Cleansing Shield. Können wir Debuffs mit entfernen, beziehungsweise den Rang der Debuffs? Moment, was ist denn jetzt mit Rang gemeint? Wie lange die gehen oder Rang als Rang in dem Fall? 25%, das klingt jetzt. Brauche ich jetzt nicht unbedingt wirklich. Das ist jetzt. Na, ja, gut. Ich nehme jetzt doch hier das hier. Dann haben wir noch mal ein bisschen was. Eine Karte, die uns Shield gibt. War vielleicht ein bisschen blöd, dann doch Block wegzugeben. Aber wenn wir jetzt hier so einen Ersatz dafür haben, ist es gar nicht mal so verkehrt. Gut. Dann hätten wir das auch. Und dann kommen wir mal hier zum Boss. Gucken mal, wie das dann läuft. Wir haben noch 99 Lebenspunkte. Ich bin ja mal jetzt hier gespannt. Was haben wir denn hier? Ich hätte direkt gern schon, ich wollte es gerade sagen, hier die Begleiter als erstes. Gut, dann, wie machen wir das denn? Frostbarriere, ja, das klingt erstmal ganz gut. Machen wir das, Moment, das wären dann 5, das wären dann 9, das wird dann auch schon mal so weit passen. Ha. Das reicht jetzt leider noch nicht ganz, aber wir machen das jetzt einfach erstmal so.
Es werden aber auch immer nur so viele beschworen, wie dann auch Platz da ist. Von daher ist halt die Frage, ob dieses Kartenupgrade für diesen Begleiter wirklich so eine tolle Idee ist. Wenn es wenig Gegner sind, ja, dann ja, aber wenn es halt eine Menge sind, eher nicht so, weil dann kann da eh nur einer spawnen. So, einmal bitte hier so ein Mana-Shield. Meditate. Machen wir das erstmal so. Dann haben wir jetzt hier 8. Dann können wir Blizzard benutzen. Nee, dann machen wir das genau andersrum. Dann spielen wir jetzt die Karte und dann jetzt Blizzard. Plus 2 Adept. Statuseffekte werden oder Status wird um 30% erhöht. Durch Karten. Okay, das ist jetzt nicht so toll. Hiermit könnten wir uns jetzt heilen. Die Frage ist, will ich das an der Stelle? Hier können wir den nochmal mehr Frost mit verpassen. Jetzt haben wir Pierce 6. Das wird auf jeden Fall nicht reichen. Deswegen, ich versuche die erstmal hier zu erledigen. Ja, das hat wunderbar gereicht. Aber ich sehe jetzt auch nicht, wer hier wen angreift. Also wen der Begleiter hier angreifen will, oder? Oder ist es dann immer automatisch bei denen der Erste? Da habe ich jetzt auch noch nicht drauf geachtet. Aber bisher waren es auch noch nicht so viele Gegner. Deswegen ist das jetzt halt die Frage. Ich mache den jetzt erstmal so platt. Powerful. Okay. Das heißt, ich sollte die nach Möglichkeit alle gleichmäßig runterbringen. Dann nach Möglichkeit in relativ kurzer Zeit hintereinander töten, ja? 11 Damage. Okay, was haben wir denn jetzt? Gross. Das wären so viel. Wir haben jetzt nicht so viel Mana gerade. Aber ich würde sagen, ich nehme jetzt hier erstmal Mind Shield, sonst war es das im Prinzip schon. Dann einmal Meditate noch und dann war es das mit dem Mana. Er greift scheinbar den ersten an, okay. So, dann haben wir jetzt 4. Dann spielen wir die erstmal alle. Pierce. Die haben jetzt alle noch so ein paar Lebenspunkte. Das sind dann 10. Das könnte ich mal bei dir benutzen. Dann greifst du jetzt immerhin nicht an. Dann sollte ich mich, glaube ich, mal hier auf den ersten konzentrieren, wenn ich jetzt hier 2 Begleiter habe. Wobei, das sind dann halt auch immer nur 12 Schaden. So, was machen wir? Haben wir das bitte wieder, dann das kostet 2. Ice Blast. Das würde auf jeden Fall nicht reichen. Wir können jetzt hier auch mal die Schwächung eigentlich nehmen, wobei dann kann ich Ice Blast nicht mehr spielen. Ich konzentriere mich jetzt hier erstmal auf Schaden. So viel zum Thema, die alle gleichzeitig so ein bisschen runterbringen. Aber wie viel Schaden können die schon machen? Recovery. Ach so, es gibt dafür ein Maximum. Wow, okay.
wenn wir mehr, also weniger Lebenspunkte haben als dieser Recovery Stat, dann wird die maximale Lebenspunktzahl reduziert. Na super. Das ist ja... Gut, die Zahl sehe ich jetzt aber nicht. Aber er ist hier jetzt, glaube ich, Raudan. Das heißt, er hat 15 von diesem Recovery Stat. Wenn wir nur noch 80 Lebenspunkte haben, dann ist das neue Maximum an Lebensenergie 95. Wow, das wusste ich ja noch gar nicht. Okay, das macht natürlich Lebenspunkte umso wertvoller. Oder umso bedeutender. Blizzard, ja, schön und gut. Dafür reicht's nicht. Irgendwie sage ich das in letzter Zeit öfter. Das ist ja mal richtig mistig. Ha, Piers. Das ist jetzt alles nicht so toll hier. Dann kann ich Piers aber auch nicht mehr benutzen. Verdammt. Okay, Mind Shield. Mana Shield. Dann haben wir 8. Dann sollte ich auf jeden Fall erstmal gucken, dass ich hier natürlich mit Shield arbeite. Noch mehr Shield bitte, danke. Dann nehmen wir einmal Piers, dann bist du weg. So. Es wäre auf jeden Fall cool, wenn man jetzt eine Klasse geben würde, wo man dann komplett auf Shield zum Beispiel gehen könnte und sich dann Begleiter holt und die nach Möglichkeit einfach nur bufft die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob das geht, aber das würde sich auf jeden Fall anbieten. So, einmal bitte hier Regeneration, danke. Frost ist mir erstmal egal. Ich muss hier mal ein bisschen Schaden machen. Gut, dann hätten wir hier Piers. Das reicht doch schon. Wunderbar. Ebene 2 freigeschaltet. Maximum Pool Größe wurde erhöht. Ja, je weiter wir in die Tiefen fortschreiten, desto mehr Gebiete gibt es zu erforschen. Und stärkere Gegner. Und bessere Belohnung bekommt man dann dafür. Alles klar, gut, das war unser Deck hier. So, wie funktioniert das jetzt? Level 2, plus 200, was auch immer. Neue Karten freigeschaltet, Frost Nova, Flash Freeze und Biting Cold. Okay. Ah, hier ist quasi der Hub, wo wir uns ein bisschen so die ganzen Sachen anschauen können. Quests annehmen. Der Forge gibt es permanente Upgrades. Sowas dachte ich mir ja schon. Mag, können wir Items kaufen. Genau. Questboard. Pakete öffnen. Mit Ether kann man die öffnen. Alles klar, gut. Für 2 Pakete reicht das. Genau, Ether war zum Freischalten. Es gibt bisher 276 Karten. 60 haben wir bisher. Feuerbeherrschung. Okay, Stone Skin.
Ja gut, wie das genau funktioniert mit Burn und so, das muss ich mir dann sowieso erstmal... Normalerweise mache ich das so, wenn ich so ein Standard-Deck habe für bestimmte Helden, dann probiere ich das erstmal aus, bevor ich da irgendwelche anderen Karten mit reinnehme. Um einfach da mal erstmal so ein bisschen so ein Gefühl dafür zu bekommen. Fire Tap. Draw 2 Mana. Okay. Gut, gut. Das sieht ja erstmal bisher recht interessant aus. Aber ich würde sagen, das soll es erstmal gewesen sein. Dann starten wir nächstes Mal einen neuen Run. Die Frage ist jetzt, ist das immer so, dass wenn ich jetzt die erste Ebene durch bin oder wieder durchspiele, komme ich dann in die zweite? Und wenn ich die zweite durchgespielt habe, ist dann wieder vorbei und ich fange wieder bei der ersten an mit einem neuen Helden? Egal, wir werden es rausfinden. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.